aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ITS 2 hier auf meinem Kanal. Mann! Und wir waren hier vom Tunnel stehen geblieben, gleich Motor auf Hilfunktion, wir fahren direkt weiter hier. Knipsen mal das Licht an, 20.28 Uhr, wir fahren also wieder in die Nacht rein. Haben jetzt noch 480 Kilometer vor uns. Und ich denke mal, das sollten wir in dieser Folge schaffen. Dann habe ich weit, weit vorproduziert. Richtig schön über die Spätschichtwoche heraus. Das heißt, ich habe die ganze Woche eigentlich Freizeit. Könnte bummeln, was ich aber wohl nicht getan haben werde, was ich jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht machen kann, weil, ne, wir sind jetzt auf Freitag und ihr seht diese Folge am Freitag. Es ist also am nächsten Freitag. Also, ne, also ihr seht das am 12. und ich habe es eine Woche vorher aufgenommen. So wird ein Schuh draus. So. Die hat schon eine Woche alte Folge. So einen alten Schinken zeigst du deiner Community. Das kann ja nicht wahr sein, ne? Aber ich denke, wir schaffen die letzten Kilometer mit dem Schaden auch noch. Mit dem Tank vielleicht nicht. Da sollten wir vielleicht tanken. Die Tank ist natürlich wieder an der anderen Seite. War klar, aber okay. Bisschen was haben wir ja noch drin. Mal schauen, wie weit wir damit kommen. Vielleicht kommen wir damit ja auch bis ans Ziel. Dann ist es auch okay. Da gibt es genug zum Tanken. Ein Rastplatz, ja. Das ist voll. Auf dieser Seite müssen die Leute nicht schlafen. Na gut, aber rechts ist ja auch nichts. Das geht, glaube ich, so wie das ausschaut, weit runter. Kleiner, kurzer Tunnel. Über die paar Meter hätte man auch den Berg wegsprengen können. Das ist wahrscheinlich so eine Art Wildbrücke oder so. Und da laufen dann die kleinen Rehlein drüber und springen am anderen Ende in die Schlucht. Oder so ähnlich. Gut. Sollen sie. Ja, heute sollte ein Paket zugestellt werden. UPS 10.30 Uhr. Da hat der Zoll wohl ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Das Ding sollte dann laut Parcello bis 20 Uhr zugestellt werden, aber UPS liefert nicht bis 20 Uhr. Und soweit ich weiß, liefert UPS auch nicht am Samstag. Das heißt, ich werde mein Paketchen mit dem neuen Client für die Arbeit am Montag bekommen. Aber weißt du was? Guck mal, hier ist eine Tanke. Wir werden hier mal tanken. Dann fahren wir nochmal raus auf die Strecke. Ah ne, da haben wir, sind wir. Guck mal, die haben wir sogar schon gefahren. Perfekt. Mal gucken, wo der Tanktrigger ist für uns. Hier hinten. Hier ist er. So, einmal ausmachen. Tanken. Also waren wir auf dieser Autobahn schon mal unterwegs und haben jetzt quasi, dadurch, dass der Tank leer war, Karte, um ein weiteres Stückchen aufgedeckt. Cool. Ich habe gedacht, wir müssen jetzt hier irgendwie wieder raus, aber guck mal da vorne. Ach nee. Ja, vielleicht sind wir doch schon mal gefahren. Nur in die Gegenrichtung noch nicht. Machen wir dann bei Gelegenheit. Erstmal sehen, dass wir hier wegkommen. Ich würde sagen, die 400 Kilometer schaffen wir auf jeden Fall in dieser Folge. Und dann kann ich jetzt im Laufe der nächsten Woche, beziehungsweise Samstag, also morgen Abend, dann die Folgen vielleicht für nächsten Samstag und nächsten Sonntag schon machen. Dann habe ich eine ganze Woche Freizeit. Nein, ich muss dann Sims machen. Ich glaube, wir können uns mit so einem World of Truck Auftrag nicht mal in die nächste Werkstatt katapultieren. Ich glaube, alleine das geht schon in die Hose. Aber jetzt kommen die letzten knapp 400, schaffen wir noch, wa? Das muss jetzt einfach so.
Emmons, habe ich auch schon mal gehört, aber ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang. Ich weiß nicht, was die machen. Emmons, es kommt mir bekannt vor, auch der Schriftzug. Übrigens habe ich auch mal so verschiedene Traffic-Mods ausprobiert, aber das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Irgendwo fängt es dann irgendwann an zu stocken. Es passt nicht. Das würde ich mir dann tatsächlich an der Stelle von SCS nochmal wünschen. Vielleicht im 1.43er Update, Leute, wie wär's? Dass man so eine Traffic Density hat, dass man zunächst einmal natürlich einstellen kann, wie viel Traffic will man haben, also je nach Qualität des Rechners, sage ich mal, mehr oder weniger. Und, ups, Alter, das war knapp. Und eben, dass vielleicht zu bestimmten Tageszeiten, na gut, jetzt 22.09 Uhr wird es ruhiger auf den Straßen, aber dass es so diese Rush-Hour-Zeiten gibt, dass es vielleicht auch mal einen Stau gibt, wo man dann tatsächlich steht und Zeit verliert und den nicht umfahren kann, wo, was soll ich noch sagen? Unfälle, da fahre ich ja immer durch, das ist, ne? Vielleicht noch mehr PKW auf den Autobahnen, weil das Leben besteht ja nicht nur aus LKW. Ich finde das ja noch so ein bisschen unausgewogen. Wenn ihr da was dran machen könntet, würdet, ich gehe mal so davon aus, dass die das hier auch schauen, aber ich denke, das werden sie, weil bei Giants mit dem LS ist es genau dasselbe. Die sagen schon, wir sehen euch, wir sehen eure Videos, wir gucken, was ihr da macht. Und ich könnte mir vorstellen, dass bei SCS etwas Ähnliches läuft. So, ihr bleibt jetzt stehen. Ihr hattet die Chance. Alter Schwede, die sind zu blöd, sich einzuordnen. Ey, ganz ehrlich. Könnten längst weg sein. Was ist das denn da? Ein Volvo? Nee, Mercedes. Ach, hier so einer hatte mein damals ein Arbeitskollege von mir. Auch hier mit dieser Pommes-Theke da hinten drauf. Ja, es war so... Ja, 80er, 90er, das war das Auto. Da waren die auch eckig. Da war auch ein Lamborghini Countach. Lamborghini, glaube ich. Countach. Der war richtig mega geil. Und heute denkst du auch, was ist das für ein eckiger Kasten? Damals mochte ich ihn, heute nicht mehr. Oder diesen Ferrari F40 von Magnum. Damals fand ich den richtig knorke. Also heute würde ich ihn von der Form her nicht mehr so mögen. Ich finde den zu kantig. Auch diesen DeLorean. DeLorean heißt er, glaube ich, aus Zurück in die Zukunft. Top Auto. Ist auch heute noch was Besonderes, aber das Ding ist mir zu kantig. Das sind so, ne? Und später dann in den 90ern so diese runden Formen. Ich mochte am Anfang den Calibra zum Beispiel überhaupt nicht leiden. Und dann habe ich DTM geguckt. Aus der DTM wurde die ITC. Da war ich dann absoluter Fan von Manuel Reuter und seinem Cliff Calibra. Und dann habe ich mir auch einen gekauft, also einen normalen Calibra. War schon cool. Leute. Die letzten 300 Kilometer machst du noch. Stell dich nicht an wie so ein Mädchen, du. Da ist er ja wieder. Alter, ihr seid doch alle bescheuert hier, oder was? Ja, Mensch, meine liebe Nachbarin ist gestern früh wieder ins Krankenhaus gekommen. Die liegt jetzt auch schon wieder. Bis jetzt ist sie noch nicht wieder aufgetaucht. Auch böse mit ihr. Weiß gar nicht, wie alt die ist, aber der wächst die Lunge von unten zusammen. Also immer weniger Luft und an den Nasen lang kommt sie dann ins Krankenhaus und ja, jetzt macht sie irgendwie eine Therapie. Wenn die nicht anschlägt, muss sie ins Hospiz. Oder will sie ins Hospiz. Und ich habe halt gesagt, naja, pass auf. Ich bring dir mal den Müll runter. Oder wenn du Einkäufe hast.
Die habe ich dann schon mal mit hochgeladen, das kann man machen. Das ist einfach Nachbarschaftshilfe und man weiß selbst nicht, oder man weiß ja auch nicht, wie man selber irgendwann vielleicht mal endet. Ne? Und mal, wenn du jetzt aber alle 50 Kilometer hier stehen bleibst, dann schwingt aber der Hammer, du. Wir haben hier keine Werkstatt. Ich möchte eigentlich heute diese Strecke komplett abschließen. Das schaffe ich aber nicht, wenn du alle 50 Kilometer neu starten müssen hier. Ja, wie gesagt, die haben sie dann gestern Morgen abgeholt, ne? Und aber gut, ja, vielleicht ist das auch wieder so eine Routineuntersuchung. Aber sehr gut zu Fuß ist er nicht mehr. Die war sonst immer noch mit ihrem Rollator unterwegs und naja. So muss man sich bewusst sein, wer weiß, wo wir enden. Ich meine, der Jüngste bin ich ja nun auch nicht mehr, ne? Und man merkt schon, seit die Einschränkungen, die man auch hat, ne? Pass auf, wenn ihr rechts alle keinen Platz macht, dann muss ich... Ne, wenn ihr links alle keinen Platz macht, so rum, dann muss ich rechts vorbei. Das hilft alles nichts. So. Die Krönung wäre natürlich jetzt auf meiner Spur hier auf dem Standstreifen Baustelle oder sonst. Jetzt muss ich mal von der Erde runter. So, jetzt passt. Jetzt ist der... Du willst mich jetzt ausbremsen, was hast du vor? Man überholt übrigens niemals über auf dem Standstreifen. Ich glaube, nach dieser Tour lege ich mir mal einen neuen LKW zu. Schön wäre, wenn der neue Iveco mal langsam hier auftauchen würde. Ich glaube, bei Mercedes haben sie irgendwas gemacht. Kann das sein oder nicht? Fängt dann schon wieder an zu regnen. Ich mache die Scheibenwischer jetzt aber nicht an. Ich habe da jetzt keinen Bock drauf. Ich hoffe da einfach, dass wir die letzten 217 Kilometer noch schaffen, ohne dass wir an jeder Ecke stehen bleiben. Ich finde das dann auch hart, wenn er dann, ich sag mal, was weiß ich, du musst eh runter zum Mülltonne. Ich kann sagen, Mensch, dann nehme ich den Beutel Müll eben mit runter. Es ist ja kein Hals ab, ne? Weißt du, und dann drückt die einen 10 Euro in der Hand, die du natürlich vehement ablehnst. Und dann, naja, sagt sie, ich kann es doch sowieso nicht mehr ausgeben. Das ist. Das heißt, du machst dir im Prinzip eine Freude, wenn er die Kohle dann oder das Geld dann abnimmst. Ne? Das ist schon irgendwie gruselig, oder? Ich werde mich da auch nicht mehr gegen wehren. Wenn sie mir 100 zuschiebt, dann ist das eben so. Aber ich befürchte, dass sie so lange nicht mehr hier im Hause sein wird. Ja, wer weiß, was dann hier ein... Wo nur noch alte Leute, ey. Warum ist der eigentlich nach rechts rüber gefahren? Das weiß er selbst nicht, oder? Soll ich euch ja gerade sagen? Wir schaffen die Kilometer wieder nicht. In dieser Folge. Also wird es noch eine geben. Tja. Was soll ich machen? Nee, weil ich weiß, wie lange sich das hinzieht. Und dann haben wir wieder eine halbe Stundenfolge. Kein Mensch weiß, was kommt. Von daher die letzten 150 Reparaturen vielleicht nochmal auf die Karte gucken, was auch immer. Das machen wir dann echt in der nächsten Folge. Und von der Seite her stelle ich mich jetzt hier an den Wegesrand. Guck mal, 62.000 Ocken. Kann ich nicht einmal einen LKW irgendwie so in echt Gold haben, dass hier mal die Milliarden rausgehen?
Ja, von daher stelle ich mich jetzt hier einfach an die Seite. Parkplatz ist hier ja nicht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Und bis dahin sage ich erstmal ciao, ciao, macht's gut und tschüss.